Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal ein ganz dickes Sorry, dass man von mir in letzter Zeit so überhaupt nichts Neues mehr gesehen oder gehört hat. Ich hatte so ein kleines Sommerloch, so einen kleinen Letdown, was YouTube anging. Ich war nicht wirklich motiviert, groß neue Videos aufzunehmen. Deswegen kam in letzter Zeit eigentlich nur Minecraft Adventure Map, TTT und unser Pen and Paper. Doch ich würde behaupten, das Sommerloch ist so langsam vorbei. Die heiße Phase von YouTube geht langsam wieder los. Ne, hier NHL, sei es großes Vlog-Event, steht in anderthalb Wochen an. Da kommen wir nämlich jetzt zu Gamescom 2017. Ich bin da. Von Mittwoch bis Freitag werde ich über die Gamescom schlendern mit ein paar Leuten aus der Game or Die Community, unter anderem Bledig, Scroll, Mattis. Eventuell schließt sich Aesthetic an. Wir werden sehen. Ja, mit den drei Leuten werden wir da sein. Drei oder vier Leuten werden wir da sein. Werde ich da sein. Krischi wird sich nicht anschließen. Der hat leider keine Zeit. Der hat keinen Urlaub bekommen. Natürlich wird es einen Vlog dazu geben. Ich nehme so viele Eindrücke von der Gamescom mit, wie ich kann. Werde allerdings den Vlog erst verzögert hochladen können. Also ich bin Samstagmorgen wieder in Hamburg. Werde leider während der Gamescom-Zeit den Vlog nicht bearbeiten können. Heißt, ich werde so Samstagmittag mit dem Bearbeiten des Vlogs beginnen. Könnte also so Ende Samstag, also am 26.08. ungefähr online gehen, denke ich. Sollte hinhauen. Also nochmal, Mittwoch bis Freitag bin ich auf der Gamescom. Das ist der 23. bis 25.08. Wir werden darüber schlendern. Und da einmal die Frage an euch. Wärt ihr interessiert auf ein kleines Fan-Treffen? Hättet ihr da Bock drauf? Wollen wir uns vielleicht mal eine halbe Stunde zusammenstellen, ein bisschen quatschen über Gott und die Welt, über NHL, über Eishockey allgemein, über irgendwelche anderen Games, einfach mal Hallo sagen, vielleicht, weiß ich nicht, was machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir mal in die Kommentare, lasst gerne ein Like da, wenn ihr die Idee gut findet. Und dann würde ich sagen, wenn da Interesse dran besteht, folgt mir auf jeden Fall auf Twitter. Den Twitter, also mein Hashtag, mein @Twitter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort solltet ihr mir folgen. Da werde ich alle Informationen bekannt geben, wenn ich auf der Gamescom unterwegs bin. Ihr merkt, ich bin richtig top vorbereitet auf dieses Video. Es ist so richtig guter Redefluss. Aber was soll's? Ich bin halt ich. Spontan, unvorbereitet, echt. Also, ja, das war's eigentlich schon zu Gamescom. Mittwoch bis Freitag da. Wenn ihr Bock auf ein Fantreffen habt, schreibt's mir in die Kommentare. Und dann schauen wir mal. Vielleicht sehen wir uns. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall wird's ein cooles Video zu Gamescom geben, da bin ich mir sicher. Ja. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Kanalausrichtung von Because Gaming is Fun. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen was dran ändern. Bisher gab es ja eigentlich nie einen richtigen Fokus auf diesem Kanal. Das Steckenpferd war immer NHL. Das wird es vermutlich in Zukunft auch bleiben. Da werde ich dran festhalten. Aber ansonsten habe ich halt querfeldein alles Mögliche gemacht. Alle möglichen Multiplayer-Games, hin und wieder mal ein Singleplayer-Let's Play. Koop mit Krischi hier, Dark Souls, hast du nicht gesehen. Und höchstwahrscheinlich wird sich gar nicht so viel dran ändern, aber ich möchte halt einen Fokus setzen. Ich möchte ab diesem Herbst den Fokus des Kanals so ein bisschen auf Sportspiele legen. Ich werde nach wie vor natürlich NHL 18 dann bringen, mit dieses Mal einen General Manager Modus. Mit den Edmonton Oilers habe ich geplant, also wirklich mal NHL Gameplay. Der DEL wird dieses Jahr der Rücken gekehrt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ihr habt Bock da drauf. Und ja, das heißt natürlich, es wird deutlich regelmäßigere Uploads geben, da die NHL ja dreimal die Woche, glaube ich, schon spielt. Heißt, ich muss deutlich mehr Videos produzieren. Die restlichen Lücken werden wohl wieder, wie üblich, mit NHL Hockey Ultimate Team gefüllt. Da werde ich auch wieder reingucken und spielen. Aber da der Fokus auf Sportspiele gelegt werden soll, kann es natürlich nicht nur bei NHL bleiben. Ich möchte auch in FIFA 18 reingucken, möchte auch dort einen General Manager Modus machen. Höchstwahrscheinlich mit
St. Pauli, würde ich behaupten. Zweite Liga. Ist St. Pauli in der zweiten Liga geblieben? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber selbst wenn nicht, es ist ja die dritte Liga in FIFA 18 reingekommen. Würde ich mit St. Pauli machen wollen, denke ich. HSV ist echt nicht so meins. Dann lieber zweite Liga, kleines Team, hocharbeiten in die erste Liga und dann Monster-Team werden. Das klingt doch ganz nice eigentlich. Von daher General Manager-Modus in FIFA mit St. Pauli. Ob ich da Ultimate Team bringe bei FIFA, das weiß ich noch nicht. Da würde ich mich nach euch richten. Schreibt es mir mal in die Kommentare, würdet ihr da mehr von sehen wollen? Und ich würde gerne noch ein drittes Sportspiel mit ins Repertoire nehmen. Aber da bin ich mir echt noch nicht sicher, was. Ich hätte im Kopf NBA, aber das ist leider auch so häufig wie NHL in der Woche, wenn ich dann Saison-Let's Play mache. Das heißt, da müsste ich auch drei, viermal die Woche NBA aufnehmen und ich glaube, das wird zu viel. Ähnlich ist es bei NFL, also Football. Ist auch so, Könnte ich mir allerdings trotzdem beide vorstellen, weil wir uns vielleicht auf ein anderes Format einigen könnten. Da könnt ihr ja mal Vorschläge machen, was ihr euch da vorstellen könntet. Oder was für mich auch nicht uncool klingen würde, wäre WWE 2K18, also Wrestling. Ich bin in letzter Zeit wieder recht großer Wrestling-Fan geworden, gucke mir häufig die WWE-Shows an, SmackDown, Raw oder die Pay-Per-Views. Von daher könnte ich mir auch da vorstellen, so einen Story-Modus zu spielen, mit einem selbst erstellten Wrestler die Wrestling-Karriere kennenlernen. Stelle ich mir eigentlich ganz geil vor und würde ich vielleicht von den drei Spielen sogar noch als wahrscheinlichsten Punkt sehen. Oder, jetzt seid ihr wieder gefragt, haut mal noch andere Sportspiele unten in die Kommentare rein, die euch interessieren würden, die ihr gerne hier auf dem Kanal sehen würdet. Mir ist tatsächlich jetzt erstmal nichts groß weiter eingefallen. Es könnte natürlich noch UFC geben. Es könnte rein theoretisch hier PGA Tour, aber Golf, nee. Rocket League wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ist quasi ein Sportspiel. Blood Bowl ist ja auch hier irgendein Footballspiel. Da bin ich mir echt noch nicht sicher. Es wird NHL und FIFA geben und ich halte WWE noch für wahrscheinlich oder halt irgendein anderes Sportspiel. Was jetzt natürlich nicht heißen wird, dass es dann in Zukunft keine anderen Videos mehr geben wird. Krischi und ich sitzen schon wieder an einem anderen Koop-Projekt. Wir haben da beispielsweise noch Nioh, wir haben da hier heißt Surge, ich bin mir gerade nicht sicher, ist, dieses Weltraum Dark Souls. Wir hatten ja eigentlich vor, nochmal einen anderen Dark Souls 3 Run zu machen mit den DLCs. Von daher, da müssen wir mal gucken, wie wir das alles produziert kriegen. Also es wird weiter Koop-Projekte mit Krischi vermutlich geben, vielleicht auch mit anderen YouTubern wie Scrawl beispielsweise oder mal gucken halt. Und an sich wird sich nicht viel ändern. Es soll mehr Content kommen, mehr Sport-Content. Aber ansonsten bleibt eigentlich fast alles gleich. TTT läuft erstmal noch weiter. Bestimmt werden wir in Minecraft nochmal wieder irgendwas machen hier mit Scrawl, Krischi und Stevie, wie ich uns kenne. Dann, wann immer sich in der Community irgendein anderes Multiplayer-Projekt anbietet. Zurzeit suchte ich Hard Diablo 3 wieder, vielleicht gibt es da irgendwas zu. Und ja, wer weiß. Also, es wird höchstwahrscheinlich immer weiter allen möglichen Bullshit geben. Außerdem ist bei mir gerade ein Singleplayer-Projekt wieder in der Mache, da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird sogar ein größeres Ding, weil es mehrere Spiele umfasst. Von daher, Content ist jetzt in Zukunft wieder gegeben. Also zumindest ab Mitte September so, wenn NHL und FIFA kommt. Bis dahin muss ich mal gucken, wie ich das mit Videoproduktion hinkriege. Denn Arbeit ist zurzeit ziemlich stressig. Ja, muss ich mal sehen. Werden vielleicht noch ein paar ruhigere Wochen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Seht mir das nach. Und ja, noch weiter zur Kanalausrichtung. Da hatte ich noch Fragen an euch. Würdet ihr es gerne sehen, wenn ich häufiger streame? Wollen wir irgendwie mal einen festen Streamtag in der Woche festlegen, dass wir sagen, immer donnerstags abends um 19 Uhr wird für 1, 2, 3 Stunden Spiel X gestreamt? Damit wir so ein bisschen persönliche Interaktion haben, dass wir miteinander quatschen können. Dass ihr mir ein bisschen beim Zocken zusehen könnt. Vielleicht können wir gemeinsam zocken. Hättet ihr da Bock drauf, dass wir irgendwie da einen festen Streamtag festlegen oder allgemein einfach mehr Streams machen?
Ich zocke ja häufig mal, soll ich einfach da nebenbei mal einen Stream anmachen, dass ihr mal Hallo sagen könnt, dass ich euch ja mal Hallo sagen kann. Auch da würde mich eure Meinung interessieren. Haut's bitte in die Kommentare. Und dann geht ja in naher Zukunft, in knapp 3 Wochen, ist das erste Testspiel der Crocodiles Hamburg zur neuen Saison. Da bin ich natürlich wieder vertreten. 2.9. gegen FAS Berlin. Da wird es bestimmt hin und wieder mal einen Vlog zu den Spielen geben. Doch die Frage ist, wollt ihr regelmäßige Vlogs haben? Wollt ihr regelmäßigen Real-Life-Kram haben? Irgendwie Q&As, Vlogs. Krischi und ich haben in letzter Zeit Magic the Gathering für uns entdeckt. Wollt ihr da mal ein Video sehen, wie wir uns einfach duellieren, dass wir dann eine Kamera nebenbei hinstellen? Also, seid ihr interessiert an mehr Real-Life-Kram? Ich weiß, mein Leben ist nicht wirklich besonders, von daher, es passiert nicht viel, von daher kann ich nicht jeden Tag 5 Vlogs raushauen, wo ich neue Sachen mache. Aber sei es halt, wie gesagt, irgendwie ein Real-Life-Gameplay von Magic beispielsweise, ganz blöd gesagt, rein theoretisch könnte man, weiß ich nicht, irgendwelche blöden Challenges machen, man könnte rein theoretisch irgendein Kochvideo machen. Wenn ihr diese Real-Life-Interaktion haben wollt, haut mir das alles mal in die Kommentare. Also, eure Aufgabe jetzt. Gamescom. Lust auf ein Fantreffen? Ja, nein. Sportspiele. Welches noch? WWE, NBA, NFL, irgendwas anderes? Mehr Livestreams? Ja, nein. Fester Tag-Livestream? Ja, nein. Wenn ja, obwohl, nee, welcher Tag will ich euch nicht fragen, das würde ich festlegen wollen. Real-Life-Kram, mehr? Ja, nein. Vlogs, Challenges, Q&As, weiß ich nicht. Ja, das sind eure Aufgaben. Haut mir das bitte in die Kommentare rein. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich denke, die kommenden Monate werden wieder sehr spannend, werden wieder abwechslungsreicher, werden spaßiger. Jetzt war, wie gesagt, ein bisschen Sommerloch, da war ich ein bisschen unmotiviert, Arbeit war stressig, viele Leute im Urlaub, viele Leute krank, ich hatte ziemlich viel Arbeit auf dem Buckel. Das sollte sich jetzt in nächster Zeit wieder entspannen, ich sollte mehr Zeit zur Videoproduktion haben, vielleicht auch mehr Lust, werden wir sehen. Auf jeden Fall danke ich euch jetzt vielmals fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr auch zu anderen Videos einschalten würdet. Heute kommen noch Counter-Strike Global Offensive und Lands of Arnhem, also unser Pen and Paper. Könnt ihr gespannt sein, waren coole Folgen, die wir da aufgenommen haben und die ich jetzt hochgeladen habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu anderen Videos wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ein schönes Restwochenende. Haut rein, Leute, bis die Tage. Ciao!